Hallo Freunde der Sonne, da bin ich wieder. Ich wollte gerade losfahren, da ist mir etwas aufgefallen, ein bekanntes Geräusch, das eher aus dem Motorbereich kommt. Bei Fehlzündungen klingt es immer so ein bisschen so, als wenn die Fehlzündungen vorne am Motor stattfinden. Das hatte ich schon mal gehabt. Und das muss ich jetzt vorher beheben, bevor sich das wieder löst. Ich weiß nicht, was es ist. Ich glaube, es ist der Luftfilter. Kann es der Luftfilter sein, der zum Motor geht? Jedenfalls ein riesengroßes Plasterrohr, ungefähr ja, so groß, wie ich gerade zeige. Ich gucke mir das gerade die Übertragung auf dem Handy an, weil war jetzt überhaupt nicht geplant. Ich habe jetzt ein Helm hier stehen mit der Kamera dran und werde jetzt versuchen, das hier irgendwie zum Laufen zu kriegen. Ich werde hier die Verkleidung vorne so ein bisschen abnehmen. Mal gucken, ob ich euch das irgendwie so ein bisschen zeigen kann. Und dann schauen wir mal, ob wir das zum Laufen bekommen wieder. Ich hoffe es, aber wir werden sehen. Also im Endeffekt ist es nur eine Schelle, die wieder neu angezogen werden muss und wieder aufgesetzt werden muss und dann ist alles gut. Ob das nun auf lange Zeit eine gute Sache ist, weiß ich nicht, aber wir probieren es jetzt einfach. Ich werde jetzt erstmal anfangen, die ganze Verkleidung abzumachen. Was ich noch sagen wollte, wenn ihr die Verkleidung abmacht, da sind diese, beziehungsweise wenn ihr erstmal den Sitz abmacht, achtet auf diese Nupsis, die fallen bei mir ständig ab. Die sind auch super schwer wieder reinzukriegen. Ich frage mich immer, so schwer wie die reinzukriegen sind, wie die da auch wieder abgehen, so einfach. Müsst ihr auch drauf aufpassen. Sonst gehen die verloren. Ich habe schon ein paar Mal gedacht, ich habe sie verloren, aber die lagen dann immer noch irgendwie in der Garage rum. So, jetzt bekommt auch jeder, der eine Access Shade sich kauft, scheinbar so einen Satz dazu. Da kann man ganz gut die ganzen Werkzeuge benutzen. Die sind relativ gut für alles, was man daran machen muss. Deswegen einfach ausgepackt. Ich habe jetzt halt sonst nichts dabei. Die Werkstatt ist im Grunde leer, steht nur die Maschine drin. Und dann werde ich halt mal schauen, dass ich damit jetzt alles abgebaut kriege. Ein paar Sachen sind gesteckt, ein paar Sachen sind geschraubt. Aber wenn man das alles abhat, dann geht das schon. Da ist auf jeden Fall schon mal ein Schraubendreher bei. Da ist so eine kleine Halterung mit dran. Die ist mir leider verloren gegangen. Deswegen hält er nicht mehr so schön. Da war eine Kugel drin, hier an der Seite. Und jetzt hält das halt nicht mehr, ich muss das selber festhalten. Ich muss sowieso schauen, wo ich jetzt am besten anfange, dass ich da rankomme, weil ich muss das. Ich muss. Das. Ich nehme mal den Helm. So. Also, ich muss den Gaudi hier abkriegen. Das muss alles ab. Und dann werden wir dann mal schauen. Es kann sein, dass ich hier vorne schon abmachen muss. Das hier ist eh nur gesteckt, da ist nichts drin. So. Und jetzt muss man, glaube ich, das hier abdrehen, muss das abmachen und dann kommen wir hier an das Ding ran. Wenn wir das abhaben, sollten wir eigentlich alles sehen können. Das heißt, viel Rumgemache, weil hier ist geklippt. Ich versuche mal gerade ein rauszuziehen. Okay, mit Schraubenzieher geht es einfacher. Au, au, au. Ja, wenn wir das alt abhaben, dann gucken wir weiter. Schauen, ob ich eine bessere Perspektive für den Helm finde. Vielleicht hier. Na, das sieht doch gut aus. So, auf geht's. Erstmal will ich das hier oben ab. Thank you.
Ich hatte das einmal während der Fahrt gehabt. Da war ich fast beim Ziel angekommen, mein Sprit war schon relativ leer. Und da wollte ich dann eigentlich nur das Ding in die Garage bringen. Aber dann ist mir das abgeflogen und dann hat es einen riesen Knall gegeben. Und ganz viele kleine Explosionen. Und das klang total. So, das ist alles geklickt hier. Na komm. Ach, der wehrt sich aber. Na? Ist doch nicht mehr. Die haben halt überall diese kleinen Haken hinter. Und da müsst ihr dann halt einfach nur nach hinten schieben und dann geht das ab. Ich gucke immer noch ein bisschen auf die Kamera, ob ich überhaupt das zeige, was ihr da sehen sollt. Ja. So, jetzt geht's an die Verkleidung. Das ist jetzt der Spaß hier. Das muss runter. Dafür haben wir auch einen kleinen Schlüssel mit dabei. Kurz mal angedreht und dann geht auch das ab. Da ist ein bisschen Unterspannung, mal so komplett abdrehen. Ja, natürlich sinnvoll, sich da einfach noch mal so einen kleinen Werkzeugkoffer mit Nüssen oder so zu holen, dass man das besser hinbekommt, einfacher hinbekommt. So. Jetzt sagte ich ja, hier ist es geklippt. Ich glaube, das habe ich damals auch mit dem Schraubenzieher einfach abgemacht. Zack. Das sind halt so ein bisschen wie Dübel. Wenn man den Nupsi hier rauszieht, also nicht komplett, muss man nicht, wenn den Nupsi hier rausziehen, dann öffnet sich das hier und man kann da wunderbar drin arbeiten. Und wenn man es dann wieder zu haben will, drückt man ihn einfach rein und wird das hier gespreizt. Und dann hält das. Und davon habe ich jetzt, glaube ich, noch ein paar vor mir. Mal gucken, ob das schon reicht, um das abzunehmen. Mal schauen. Das hier unten war es, glaube ich, auch noch fest. Ja. Obwohl, eigentlich nicht. Eigentlich ist es nur geklickt. Ah nee, hier oben sind noch welche drin. Also, da oben ist auch noch so ein Nupsi dran. Um mal zu zeigen, der hier, der muss auch noch raus. Und dann werde ich mal schauen, welche noch raus müssen. Aber ich glaube, das ist der einzige. Ne, hier ist da auch noch einer. Hier oben ist, glaube ich, auch noch einer. Gut, also alles lösen, was mit dem Teil in Verbindung steht, und dann kann man es abziehen. Also weiter geht's. Falls ihr mich fragt, wie ich das wieder rankriege, ich habe keine Ahnung. So. Ja, das ist genau das, was ich gesagt habe. Rausrummeln, hier drinnen bist du nicht sicher.
Also, kommt mal mit, ohne Helm bitte. So. Ich muss den Helm mit Sicherheit hier hin, damit er nicht runterfliegt. So. Das Problem ist, die Schelle hier hat sich gelöst und der Übergang hierhin, ich glaube, das ist die Steuerklappe, ist offen. Das heißt, das Ding hier ist nicht mehr richtig dran am Motor. Ich weiß nicht, ob ich es richtig zeigen kann. Da. Also es ist überhaupt nicht mehr dran am Motor. Und deshalb gibt mir das Ding unendlich viele Fehlzündungen. Das kann man einfach hier wieder die Schelle aufdrehen, die hier sitzt. Und dann kann man das wieder raufdrücken und dann zieht man die Schelle einfach nochmal dicht. Ich glaube, diesmal werde ich sie voll anknallen. Ich habe mir damals gesagt, nach fest kommt ab, aber jetzt haue ich das Ding richtig ran. Und dann passiert das auch nicht mehr. Das ist das zweite Mal, dass das passiert ist, auf fast 2000 Kilometern. Und ist nicht so schön, aber das passiert halt, wenn die Fehlzündungen kommen. Dann löst sich das irgendwie. Ich drücke es jetzt wieder ran und dann versuche ich das wieder heile zu kriegen. So, dann habe ich die Schelle wieder ran gemacht, man kann es ja sehen. Mir ist aufgefallen, irgendwie hält das trotzdem nicht so hundertprozentig. Bei der nächsten Werkstattinspektion werde ich denen das sagen, dass da was gemacht wird, dass das besser hält, weil das geht so nicht weiter. Ich kann das ja nicht jedes Mal neu machen. Wenn jemand von euch eine Idee hat, immer her damit. Ich denke, im Juni werde ich wieder zur Werkstatt müssen, sowieso zur Durchsicht und Service, und dann sollen die das machen. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Wie ihr gesehen habt, die andere Seite da drüben hättet ihr euch sparen können. Ich hoffe, ihr habt das nicht gemacht, wie ich das gemacht habe. Allgemein ist das keine Gewähr, dass das alles so funktioniert, wie ich das hier mache. Ich zeige das nur gerade, weil ich das eh machen muss. Ich sehe auch gerade, hier war das Teil, was hier rausgeflutscht war, was die nicht richtig reingemacht haben. Das hing hier die ganze Zeit immer so. Jetzt konnte ich es auch direkt reinmachen. Jetzt ist das wieder schick. So. Jetzt bringe ich alles wieder an. Und dann ist die Maschine fertig, aber der GoPro-Akku leider auf die Hälfte runter. Das heißt, ich kann nicht mehr aufnehmen. Also ich kann keine Fahrt jetzt mehr aufnehmen. So, alles wieder dran. Alles tippotoppo. Strom haben wir auch. Gucken wir doch mal. Funktioniert wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Dann seid ihr dabei, wenn ihr was Neues kommt. Bis zum nächsten Mal. Mann, bin ich fertig. Puh. Tschüssi.